Sie haben sich wieder auf den Weg gemacht. Mit lauten Motorengeräuschen, ihren Kostümen und vollgepackten Säcken haben die Riding Centers heute wieder verschiedene Einrichtungen in Rheinland-Pfalz besucht. Darunter auch die Kindertagesstätte Abenteuerland in Maikammer. Das ist super. Also ich finde, sie machen viele Kinder glücklich. Egal, ob sie Kinder sind, zu denen sie jetzt fahren oder denen sie Geld spenden. Also es sind strahlende Kinderaugen im Nachhinein auf jeden Fall. Über 2000 Geschenkverpackungen haben die Harley-Fahrer dafür gebastelt. Das sorgt nicht nur für strahlende Kinderaugen. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, was die machen, habe ich geheult. Und als ich Riding Center wurde, habe ich geheult. Und auch heute, wenn ich die Kinder am Straßenrand winke, ist einfach ein toller Moment und es ist so emotional. Seit 2015 gehen die Riding Centers auf Tour, um Spendengelder für das Kinderhospiz Sterntaler zu sammeln. Allein im vergangenen Jahr kamen dabei über 78.000 Euro zusammen. Die Idee, die Riding Centers ins Leben zu rufen, hatte vor einigen Jahren Patrick Kunz. Für ihn eine Herzensangelegenheit. Und so ein Kinderhospiz ist wie so ein kleiner Urlaub, dass die Mutter und der Vater zum Beispiel einfach mal 3 Stunden mehr Zeit für sich haben, weil sie wissen, das Kind ist in guter Betreuung und für die Eltern kann oder das Geschwisterkind kann sich darum gekümmert werden, pädagogische Arbeit, Ergotherapie etc. pp. Und das alles wird halt nur spendenfinanziert möglich. Allein heute fuhren die Harley-Fahrer dafür durch 30 verschiedene Ortschaften und über 120 Kilometer. Bis zum Januar sammeln wir Geld und die Sterntaler freuen sich einmal über die Spenden, aber auch, weil wir halt immer auf die Kinderhospizarbeit überhaupt aufmerksam machen. Das ist auch ein großes Steckenpferd, warum dass wir eigentlich unterwegs sind hier. Neben Kitas und Schulen wurden auch die Ältesten in Seniorenheimen besucht. Und auch die haben sich sehnsüchtig auf die Weihnachtsmänner und ihre PS-starken Schlitten gefreut. Olivia Coppius, passt die Weihnachtsmänner jetzt bei ihrem letzten Stopp in Speyer ab? Da werden die Spenden übergeben. Olivia, der Aktionstag, der neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Für die Weihnachtsmänner ist so langsam auch Schluss, oder? So ist es. Vor ein paar Minuten sind die Harley Centers hier auf dem Domplatz in Speyer vorgefahren. Und wie man sehen kann, auch hier eine kleine Attraktion, eine Menschenansammlung hat sich an den Harley Centers bereitgestellt und bewundert die Nikoläuse auf den Motorrädern, was man ja auch nicht jeden Tag sieht. Also ist auf jeden Fall was fürs Auge, aber natürlich nicht nur. Wir haben eben schon im Beitrag gehört, es geht ja auch um den guten Zweck. Und bei mir ist jetzt stellvertretend für das Kinderhospiz Sterntaler Frau Anja Herrmann, die Geschäftsführerin vom Kinderhospiz Sterntaler. Sie nehmen ja heute auch symbolisch den Spendenbetrag entgegen. Wir wissen noch nicht genau, wie viel am Ende dabei rumkommt, aber Sie kennen ja aus den vergangenen Jahren schon. Es war immer einiges und Ihre Einrichtung kann diese Spenden bestimmt auch gut gebrauchen. Ja, sehr gut gebrauchen. Wir freuen uns, dass die Santas unterwegs sind wieder, um den Menschen Freude zu bringen, aber auch uns zu unterstützen. Denn wir brauchen die Unterstützung wirklich für die Pflege unserer Kinder, aber auch für die pädagogische Arbeit, für die Geschwisterkinder, für die Tiertherapie und die Musiktherapie, also ganz viele Bereiche, die wir damit finanzieren müssen. Jetzt haben wir in diesem Winter eigentlich das Gleiche, die gleiche Situation wie im letzten Winter. Wir haben Corona-Maßnahmen, wir haben Kontaktbeschränkungen. Wie herausfordernd ist denn gerade diese Zeit auch für Sie im Kinderhospiz, für Sie und Ihre Mitarbeiter? Ja. Eine große Herausforderung, denn wir wollen weiterhin natürlich auch die Familien aufnehmen können und dann heißt es eben auch zu schauen, wie können wir das machen im Haus und ja, in dem ganzen Corona-Chaos doch eine professionelle Nähe herzustellen, ist die große Herausforderung. Was sind denn da so die größten Probleme, vor die Sie sich gestellt sehen? Also wie sieht es zum Beispiel aus mit den Kontaktbeschränkungen im Kinderhospiz, mit dem Personal? Ja, also wir haben es mit etwas zu tun, was wir nicht sehen und es macht natürlich uns alle auch betroffen. Und wir versuchen mit dem Personal einfach auch immer wieder ins Gespräch zu kommen, wie man eben mit den Kindern den Tag verbringen kann, mal mehr, mal weniger in der Distanz oder in der Nähe. Aber zur Pflege braucht man eben auch Nähe und die kann man nicht aus der Ferne machen. Im Januar werden ja dann auch die Centers nochmal zum Kinderhospiz Sterntaler kommen und da werden sich bestimmt auch die Kinder sehr darüber freuen. Da werden wir genauso viele leuchtende Kinderaugen sehen, wie wir sie heute gesehen haben. Ja. Frau Herrmann, vielen Dank schon mal für das Gespräch und wir sind einfach gespannt, ob die Harley Centers in diesem Jahr den Spendenbetrag von letztem Jahr nochmal toppen können. Olivia Coppius live aus Speyer. Danke dir, Olivia.